Sorry, dass man mich nicht gehört hat. Ich habe die ganze Zeit schon geredet. Also, man ist immer in der Ansicht da. Na, die ist invers auf einmal. Invertiert, warum auch immer. Ja. So viel zum Thema, das macht Spaß. Options gibt es da wohl auch im Spiel. Habe ich da irgendwas umgestellt? Ich stelle das jetzt beides nochmal um. So. Ja, jetzt ist es richtig. Okay, also das FPS da, das ist das Invertierte. Und nicht die FPS-Anzeige. Das ist zumindest angenehmer. Man sieht die schnellen Bewegungen. Kann ein bisschen laufen, springen, Leertaste. Denk mal, es ist vielleicht auch noch angenehmer, wenn man weiter weg ist. Man spielt halt alles wirklich aus der Ego-Perspektive. Weiß nicht, ob man das auch wechseln kann. Schlafen wir mal herum. Die Grafik jetzt auf High, zuvor war es auf Medium. Ui, cool. Hier sehen wir die Stadt jetzt da. Das ist eine der zwei Regionen, die es im Moment gibt. Ja, die Kameraschwenks sind schon ein bisschen. Aha, cool. Mit der Log. Mit den Tasten, wo man sonst die Abtastrate der Maus ändert, kann man sich gleich hinsetzen. Das ist ziemlich cool. Also, die Tasten sind belegt. Gehen wir mal ins Casino, na, ins Kasaba Outlet, was immer das ist. Geschäft scheinbar. Geht nicht zum Aufmachen, kommt da nicht rein. Gibt's irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ob es sowas wie ein Chat oder so gibt? Wahrscheinlich nicht. So Shops oder so. Ah, der hat offen. Da steht auch einer. Okay. Solche Kameraschwenks sind uncool. Schauen wir, wie lange wir durchhalten. So sieht's ganz cool aus. Falls du irgendwas sehen willst, dann musst du das sagen. Ich schau nochmal die Optionen. Das wäre schon ziemlich cool, wenn es da zumindest. Audio Controls Options. Keybinding, da sieht man was macht. Scoreboard war der Tab, davon haben wir ja nichts gesehen gehabt. So. Sieht man da, wie man selber ausschaut? Man kann da ein bisschen in sich selbst hineinschauen zumindest. Also auch der Helm verschwindet nachher, wenn man da nach unten geht, man sieht's. Wenn es nur mal 25 Minuten geht, dann ist es ja gut. Third Person, ich schau mal Optionen.
Wobei die ziemlich... Ah, da steht Investment Settings, deswegen war das. Power Groups. Engines on, off, Shields on, off, Weapons on, off. Gas und so weiter, aber gut, wenn, dann spielen wir das so mit dem Playset, oder? Böses Lachen. Auto-Landing und so weiter, also es gibt einen Haufen Tastenbefehle. Advanced Controls, Customization, nein, das will ich nicht. Also schaut nicht so aus, als ob es andere an sich gibt im Moment. Na okay, da vielleicht. Was ist eine Kinematikkamera? Ich mache mal das da und dann gehe ich back und schau mal, wie es ausschaut. Nicht so gut für mich, komm mal vor. Exit to menu. No, das will ich nicht. No. Einfügen einmal drucken, dann kann man. Ah, okay, da kann man Ding wechseln. Dann sieht man sich selbst auch. Okay. Da springt er richtig hoch mit seiner Rüstung. Ups. Es ruft. Okay. Da kommen wir mal mit dem Maus halt ein bisschen weg, zum man erkennt und so. Ich finde jetzt aber auf jeden Fall angenehmer die Ansicht. Wesentlich angenehmer. Und das ist dann mein zukünftiges Flugzeug. Oder nicht? Kann man da rauf hupfen? Ah, der hupft nicht hoch genug! Vielleicht mit Anlauf? Okay, also die Ansicht finde ich ganz cool. So, ich wechsle. Kann man sich da irgendwie hinsetzen oder so? Ich weiß, wie macht man irgendwas? Das ist die Frage. Ah, okay, die wichtige Taste. Jetzt macht es mal Spaß. Größer, kleiner. Größer, kleiner Taste, sich dort stellen. Und Leertaste, dann wieder aufstellen. Nein, Y ist sich hinsetzen. So. Genau, das geht in beide Richtungen. Cool, hat auch coole Übergangsanimationen. Ja. Ja. Also ich weiß schon, in welchem Modus ich mich die ganze Zeit bewege. Oder aus der Ego-Perspektive so. Belegung braucht er niemand, oder? Einfach alles klicken. Wo ist der Hangar? Zumindest habe ich da jetzt ein paar so Grafikfehler.
Wo ist der Hangar? Hilfe! F12 ist chatten? Ah! Aber da kann ich nichts schreiben. Mir fehlt irgendwie der Mauszeiger, also keine Ahnung, wie man da. Contacts. Also das Problem ist, die ganzen Menüs, ich weiß nicht, wie das. Da muss ich wahrscheinlich noch irgendwie das. Was immer das für Ansicht ist. 9, F8, F7, F6. Ganz nett, nur. Options. Controls, Options. Da. Ja, das schauen wir nachher. Ich geh jetzt zum Hangar. Ist witzig, dass der zweite Text ist immer abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich es im Fenstermodus spiele. Okay, also das. Jetzt sehen wir wieder die Ladezeiten ein bisschen im Vergleich. Aber ich glaube, dass das ziemlich cool ist, denn also wenn man das nachher vom Playset ausspielt mit dem Thrustmaster TX-Wheel und die Fanatec-Pedale, oder? Beim Fliegen, das hat nachher Stil. Einfügen. Es fällt irgendwie so ein bisschen. Also, ja. Man hat die Ansichten, aber man kann da nicht wirklich was machen. Das ist das Schiff, das habe ich gerade vorher zerstört, indem ich einfach reingelaufen bin. Ich schaue, ob ich das wieder zusammenbringe. Ui, Grafikfehler. Sieht man das? Da war jetzt alles ein schwarzer Streifen. Man sieht jetzt auch die Schatten, wie sich die verändern. Und warum man immer sich jetzt das Schiff bewegt. Warum? Also jetzt, ich hab die ein. Das ist kaputt. Ich sag's ja, das ist gerade umgekippt da. Das tickt ja schief. Use steht da. Wie mach ich Use? Wie steige ich ein? Ah, F. Cool. Okay, der nächste Grafikfehler. Man verschwindet einfach mal in den Boden. So, jetzt hat sich das Schiff stabilisiert. Das schaut schon cool aus. Ich glaube, ich muss mein Mikrofon umstellen, damit ich die Eichhörnchen oder Stimme oder so ähnlich habe. So. Zurück in der Ego-Perspektive. Dann gibt es irgendwie Schiff starten. Oder so? Ah. Ein Tutorial wäre vielleicht gar nicht so schlecht, muss ich sagen, wo man zumindest einmal. Ich glaube, dass man gar nicht fliegen kann, oder? Kann man das schon? Look behind is alt. Bike is self-destruction. Das ist cool.
Also F12 und dann Enter. Ah, so schreibt man was. Okay. Also geht das mit F11 auch? F12 kannst du wieder wegtun. Da geht's scheinbar anders. Im Hangar kann man nicht fliegen. Wo kann man denn nachher fliegen? Oben nicht im Hangar. Wie komme ich wieder raus, ist die bessere Frage. Ich probiere entfernen. Also, man kann sich das zumindest ungefähr so vorstellen. Flugmodus schaut das noch so aus. Links. Das ist cool. Dann gehen wir dorthin. Electronic Access. Danke. Wie wir das jetzt uns vorstellen müssen. Play Arena Commander. Battle Drone Opponents. Das passt perfekt für mich. Ah, da hast du verschiedene Schiffe, die Mustang Delta zum Beispiel. Apply. Und dann geht's auf Launch. Electronic Access klingt irgendwie so, wenn es wie EA Access oder so irgendwas. Vielleicht hat sie EA damit Gratiswerbung einkauft. Hein? EA Games. If it's in the game, it's in the game. Okay, also jetzt sind wir da. Ziemlich cool. Mit den ganzen Anzeigen auch. Wenn es am da nicht schwindig wird. Rechte Maus, dass die schießen. Rechte Maus, dass der auch. Rollen. Wenn Star Wars Episode 1 gelernt haben, ist immer ein guter Trick. Ah, da kann man so der Leertaste. Das Landing Gear. Das Speed reduzieren oder so. Vielleicht. Approaching simulation boundary. Proximity alert, front. Proximity alert, right. Oops. Stand by for reintegration. Nicht schlecht. Ich bin jetzt in dem Flugmodus, siehst du das? Ich meine, es schaut ziemlich cool aus, das muss ich schon sagen. Der Crash war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, der ist mir reingefahren und dann hat es immer überschlagen in mich rein, da kann ich überhaupt nichts dafür.
Ich hab mir schon angefangen. Also die Tasten Thanks und Sorry werde ich in dem Spiel auch brauchen. Ja, wenn du noch die Leute immer beim Landeanflug reinziehst. Mit Auf beschleunigst und mit O wieder zurück. Und mit der Tasten kannst du auch zurück reduzieren gleich. Und wird er schlecht oder nicht? Halt. Es ist grenzwertig, also das muss ich schon sagen. Ja, ich glaube sehr, wenn die Kamera so schnell wechselt. Im Flugmodus, aber ich glaube, wenn du die zurücklernst und das einfach versuchst, dich nicht zu stark zu fokussieren, dass das nachher wieder geht. Ja, im Rennsitz mit Joystick, das wäre was, oder? Oh ja. Kannst du eigentlich auch die Kamera wechseln und mal Insert drücken? Ja. Das ist schon komisch aus grafisch, ja? Da ist alles andere verschwommen, nur das Flugzeug ist scharf. Und das ruckelt wie Sau. Bin mir nicht sicher, ob es da schon fertig implementiert. Das ist der Screenshot-Mode oder was? Schau, das ist cool. Sterne. Ja, ich glaube, es ist absichtlich, dass nur das Schiff scharf ist. Ah, schau mal. Was ist das für ein komisches Fluggerät, was du da hast? Das ist die Mustang, glaube ich. Hab ich noch nie gesehen, das da. Das ist das, was ich noch kriegen will. Schau, das ist cool. Mit die Horne, das ist cooler. Die Horne, das ist cooler. Mhm. Ich weiß aber nicht, was man da machen soll. Ich glaube, ich habe da Free Fly gemacht. Das war nicht so schlau. Du hättest ja mal das Basic Flight Training auch machen können. Hat es das gegeben? Ich hab's das übersehen, hä? Electronic Access, gehen wir da wieder rein. Das Star Marine, das kann ich nicht. Das war ich wieder. Das ist ein Shooter. Echt? Mhm. Ein Shooter-Element haben sie auch drin im Spiel. Ah, da Basic Flight Training, ha, super. Take off. Tun wir mal launchen. Ja, Star Marine Ding, das kommt irgendwann rein nachher noch. Okay. Aber das schaut schon nicht so schlecht aus. Ja, ja. Ja, bis jetzt schaut es auch ganz gut aus. Und das ist noch nicht gecrashed, oder? Nein, also stimmt, ja. Aber für Alpha ist das, sagen wir, sehr. Sehr stabil. Okay. Also das ist mit Shift gemacht, kriegt man so einen Boost. Bis jetzt geht's ja noch, ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Also die Ego-Perspektive war schon schlecht. Also beim Laufen, das hat schon gehen. Das schon, ja, das glaube ich, aber Fred Person ist normal, ist nicht so ein Problem. Na, schaut ganz gut aus. Vor allem, wenn du nachher das Verschwimmende ausstellen kannst, die Tiefenunschärfe oder so. Ja, hast du gesehen, im Moment kann man generell nicht so viel ausstellen. Ja, sie haben halt die Sachen alle drin, dass es halt so gut wie möglich ausschaut. Ja, ist ja klar. Follow me, let's go. Siehst du, so wie es jetzt ist, da ruckelt es extrem, das kannst du vergessen. Und ich kann aber auch nicht die Perspektive gerade ändern. Ja, bei der Performance, da müssen sie noch einiges machen. Wenn er sagt, follow me, let's go, wohin soll ich ihn folgen? Auf Twitter? Also da ruckelt es jetzt ziemlich und ich kann diese Ansicht nicht ändern. Wow. Ja, aber du siehst ja die ganzen Effekte, was da jetzt ablaufen, das ist halt jetzt ein Tech-Thema. Ja, oder darfst du dann vergessen, dass dein Gerät, obwohl es jetzt noch High-End ist, nachher wahrscheinlich schon zu wenig ist für High-Grafik. Ja, das mag sein, ich hab's jetzt sehr aufgestellt. Das ist ja Absicht. Schau mal. Ich bin im Flugzeug. Aber gefangen. Ich hoffe, dass sie das wirklich mit den Server alles berechnen und nicht, dass das alles kleinzeitig, dann so wie bei ARMA beispielsweise, das ist ja schrecklich. Wenn sich der Server nachher nach der Performance der einzelnen Spieler richtet, dann sind die Server ziemlich mies. Oder zumindest das Laufen ist mies. Die Server können noch so gut sein. Bin ich gespannt, wie sie das lösen. Wie redet man mit jemandem, weißt du das? Ich glaube, Invoice-Chat gibt es noch nicht.
ships. So if you put in the time, I'll get you on the path to dogfighting with the best of them. We're gonna set you up in a ship on the landing pad to your right. Wow. Das ruckig schön. Ah, jetzt kann ich in die Third Person wechseln. Na. Okay, Sprint. When on foot, you must hold left shift to sprint while it's moving forward. Okay. Space to continue. Vielleicht kann ich das erst machen. Okay. Hat der Rookie zu mir gesagt? Mhm. Ah, was? Ich bin im An. Hat er gesagt, ich soll zum anderen Flugzeug? Lauf, Forrest, lauf! Also, das geht relativ gut jetzt da. Schon wie er das schön aufgemacht hat vorher. Nein, ist nett. Mach. Schau. F, genau. Perfekt. Eben das GTX 770 Grafikkarten. Ich meine, jetzt finde ich ja keine Ruckel mehr. Gerade vorher war es halt, bevor ich den Typen angesprochen habe, hat es geruckelt. Jetzt, wo ich gelaufen bin, war eigentlich nichts mehr, finde ich. An meinem Stream hat es schon sehr ruckelig ausgeschaut. Echt? Das kann jetzt aber am Dinger liegen. Geht's da auch noch beim Laufen? Okay, wenn's kann das kann aber der Streamer sein, gell? Ja, ich glaube, das ist eher beim an der Schnittstelle momentan ein bisschen hapert. Okay, so. Oder mein Internet ist einfach ganz schlecht, kann auch sein. Left Alt, dann kommst du auf Free Ding. Ja, die Steuerung zu erlernen ist, glaube ich, mal das Aufwendigste am Anfang. Ich bin sowieso gespannt, wann dann das ganze Multiplayer-Universum läuft, weil für das haben sie sich eigentlich gar keinen Zeitraum gesetzt. Anders wie bei der Kampagne, der soll ja am Ende des Jahres schon rauskommen. Echt? Ja, das ist ja das Squadron 42, oder? Ja, genau. Deswegen haben, das haben sie jetzt weggelöst, oder? Ja, da musst du aufpassen, eben bis 14. Februar oder so, wenn du es bis dorthin kaufst, ist es noch zusammen und du kriegst beides. Genau. Wenn du es danach kaufst, musst du es extra kaufen. Also die Unentschlossenen sollten sich entweder jetzt entschließen Shift oder Alt, oder? Hat er gesagt. Ah, das musst gehalten, das musst halten, siehst du, dann kannst du es umschauen. Ist blöd, wenn du es nicht wieder zentrierst, dann bist du irgendwie da. Alarmstufe rot. Mach's nicht kaputt. Mit Alt kannst du da ein bisschen umschauen. Schauen. Ich weiß es nicht, wie das jetzt, auf was du erwartet da. War jetzt kein Message, oder? Hab ich schon wieder was versammt? Gute Frage. Ich spiel's nicht. Ich glaube, das sollst du mal aufheben, oder? Hat er das gesagt? Da ist auch noch nicht gestanden, wie? Druck mal 6, glaube ich. Ist Engine on oder so. Schaut beim Schutzschild aus. Keine Ahnung, ich kenne die Steuerung so auch nicht auswendig. Für das machst du das Tutorial. Ja, ich hab gedacht, da sagt mir irgendwas. Ja, hat er eh. Aber jetzt läuft der Motor, hör mal.
Ja, deck auf, da. Ah, geht doch. Bei Pressing. Ah! Aber Schutzschild hat auch cool ausgeschaut beim Einschalten. Also du mittlere Master, also das Mausrad drücken, so kriegt man Permission und dann. Du Automat. Take off position. Hast du nicht eh immer Permission? Mit M gehst in den Automodus. Clear for launch. So, jetzt M. The strafing is moving your ship. Du weißt aber schon, dass M nicht funktioniert. Weil du musst ja jetzt manuell fliegen und du kannst halt automatisch einfach abheben. Was soll ich machen jetzt da? Ich kann jetzt gar nichts machen, bis mir das Tutorial erlaubt, oder? Du strafe uphold R, down ist F. Okay, das ist der Name. Left ist Q. Was ist denn das da? R, F, das ist dann Q. Und right das ist eine lustige Belegung. Na ja gut, du hast die Richtungstasten, was ist der W, A, S, D und dann hast du Q und E. Für Left und Right, okay, und dann hast du Up und Down noch mit. Okay. Ja, stimmt. Der Forward ist Left Control plus W. Steuerung B, okay, und Backwards ist Steuerung S. Ich glaube, bei der Tastenbelegung haben sie relativ viel getüftelt. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Aber man muss halt schon ziemlich Übersicht haben da. Das kannst du noch später einsetzen, um Feuer und so zu vermeiden. Also jetzt nehmen wir mal R. Huhuhu! Ups. Ah, das fliegt automatisch aus. Ich hoffe jetzt einmal, wird die Maus gerade ziemlich loslassen. Ah! Hat er gerade gesagt, deck Schuhe. Wie stabilisiere ich das jetzt? Ein Spezialist. Da, wenn es rot leuchtet, dann ist das kein gutes Zeichen, gell? Wieso nicht? Solange ich weg vom Boden schaue, ist das immer ein gutes Zeichen. Also das war Steuerung W, gell? Siehst? Ja. Okay, mit dem Steuerung bist du schon mal, dann kannst du Steuerung S wieder zurück. Und wie komme ich da jetzt raus? Gibt's einen Schleudersitz auch? Ich flieg jetzt einfach mal zu, wie. Gibt's einen blauen Pfahl, schon? F. Ah, du musst dich positionieren, schon. You lined up, sagt er. Ups. Ja, ja, ist schon klar. Ups. Du stellst aber auch überall an, oder? Vorher bist du einfach an die Decke geschlagen. Was? Hat der gerade gesagt, was ist wrong with you? Ups. Das ist nicht so leicht. Der Schiff ist schon schwerst beschädigt. Woher willst du das wissen? Woher soll ich das wissen? Schau das mal an. Da blinkt alles vor und mehr rot immer. Du hast gesagt, er sagt, es looked solid. Mhm. Einen soliden Schaden hast du zum Raumschiff.
Bin schon wieder zurückgeflogen. Da kommen die ganze Zeit Warnungen, alles kaputt. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2016. Und da stoßt er die ganze Zeit an, das ist unglaublich. Mit R hochstraben? Das habe ich gemacht, oder? Nein, du hast da irgendwas, glaube ich, verdauen ein bisschen. Ich habe mich gleich in die Richtung gesetzt. Ja, was war denn E? Der Raumschiff ist komplett im Arsch. Das war auf einmal weg, schau mal. Ich kann nichts schau sehen. Mal von außen an, das würde mich interessieren, ob du Schäden hast. Im Cockpit. Geht nicht. Sichtwechsel. Okay. So, ich straf nochmal weiter. Der Fight Mode. Also Flight Mode, Marshot. In Precession Mode. Which is used for takeoff and landing and flying in situations where fine control is required. Also nicht mein Modus. Velocity is limited to 50. Was heißt denn? Miles per second oder was? SCM Mode, das gefällt mir schon besser. Do combat and non-combat flight. Most of your flight time is spent in this mode. Cool. It's cruise. Use it to travel more quickly through the local area. It can take some time to reach maximum cruise velocity and even longer to stop with your retro thrusters. So be sure to plan your deceleration. Okay, yeah. Cruise is disabled during basic training. So, when in precision, pressing V will change the mode to. Okay, yeah. Okay, also wenn du schon langsam bist, kannst du mit V wieder zurück in den Precision Mode. Und sonst tut's noch in Cruise wechseln. Okay. Finally, when in Cruise, pressing will change. Okay. Habe ich verstanden. Wir drucken jetzt V. Ja, dann Selbstzerstörungsmodus, was war das nochmal schnell? Backspace, glaube ich. To cycle the focus of your targeting system through friendly radar control. Okay, also mit Y kommst du in den. Ja. So. Steuerung, W. Jetzt beschleunigt man, siehst du das? Drucken V. Looping. Contact press Y. Was passiert dann? Schau, wie weit wir schon weg sind. Den Text verstehe ich gerade nicht. Jetzt weißt du, warum ich beim Batman-Spiel nicht über das Tutorial hinausgekommen bin. Ah ja. Wird aber nicht schaden. Du cycle the focus of your targeting systems through friendly radar contacts, press Y. Ja. Und wo ist das Problem? Das passiert nichts. Y sagst du, oder? Ah, okay, komm! Ja, super! Z muss ich drucken!
Da steht eine Alt Airbus und Backspace. Selbstzerstörung. Geht schon. Nein, das mache ich nachher. Kannst du eigentlich aussteigen aus dem Raumschiff? Ja, mit Alt GR und Backspace. Ma. Schau, du kannst ein. Der Raumschiff ist ja nicht mehr total beschädigt. Du kannst einem anderen Raumschiff mit M folgen. Naja, wenn mein Internet schneller wäre, dann würde ich nicht 5 Tage brauchen zum Overloaden. M. Siehst du das? Cool, ha? Alter, aber da, wenn du die ganzen Tastenkürzel merken musst. Ja, du musst die Steuerung drucken. Aber da kannst du coolen Formationsflug machen. Ja, wenn der Martin das spielen will, nachher muss er aber ein ordentliches Upgrade bei seinem Computer machen mal. Sonst wird das nix. Hat er gerade von Rowling gesagt, was eine ganz eine gute Sache ist? Der Rowling! Was man bei Star Wars nicht alles lernt, oder? Das haben sie von Star Wars geflattert, oder? Rollen ist immer ein guter Trick, oder? Okay, das hat schon vor Star Wars gegeben. Und Right Beholding, da war es aber noch kein guter Trick, oder? Ja, gut, das. Okay, das Rolling verstehe ich. Das ist das Einzige, was ich bei Wars da verstanden habe, leider. Ja, da bist du immer in mich reingerollt, du Gurken. Gerne noch spawnen. Ja, jetzt komm schon da, Gas. Backspace, da kannst du auch schnell bremsen und Gas geben. Oh, wie ist S Double Tap und W Double Tap? Ist ja nicht schlecht. Muss man nochmal schnell selbst zerstören? Alt-GR plus Backspace. Na ah, okay, passt, das muss ich mir merken, das ist das Wichtigste. So, jetzt beschleunigen wir, siehst du das? Ah, da geht's runter und mit Doppelding geht's wieder rauf, okay. Return Training Area, was? Kann ja nicht sein, dass ich die Area schon wieder verlasse. Wo ist er? Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Okay. Shut down, you're done. Er hat genug von mir. Ja, wenn du auch rumfliegst. Orientierung wäre sehr cool. Ja, vielleicht ist das gar nicht so blöd, wenn du das mit dem Gamepad spielst. Hä? Wenn du keinen Joystick hast. Nein, ich glaube, mit Gamepad ist es blöd, weil du brauchst so viele Tasten. Ja. Also ich glaube, mit dem Gamepad wirst du keine Freude haben. Ich frage mich sowieso auch mit dem Joystick. Ich habe aber keinen Joystick. Weil da musst du auch irgendwie mit einer Hand am Keyboard sein fast. Früher hat man beim Joystick einen Feuerknopf gehabt und einen zweiten Knopf. Man klarerweise die ganzen jetzt hin und her, die Lenkereien, die sind halt klarerweise mit dem Joystick, da brauchst du keine Tasten. Schau, ich bin wieder da. Enter. Achso, deswegen habe ich so schnelle Bewegungen gehabt. Weil ich das Ding da aktiviert gehabt habe. Den Lock. Da. Du focus your target system on the nearest enemy. Contact press C. Jawohl!
target displayed. This will show real-time damage, shield status and a few other things. This is cool. Shields are drawn as panels floating around the ship. They'll shrink if they weaken until they disappear completely. At that point your shots will hit the hull and cause lasting damage. Ich finde das Spiel ziemlich cool, muss ich sagen. Bah, so viel Text. Aber bis jetzt geht's noch, oder? Ja, ja. Ich sehe immer Text. Nein, das ist doch nicht super. Ja, okay, das ist klar. If they absorb more energy, then they can this. Ja, okay, they will overload. Wird halt noch ziemlich dauern, bis da für Multiplayer das heraus ist. Also ich schätze mal nicht vor Mitte 2017 oder so, dass das Online-Universum einmal läuft. Du kannst die Shields irgendwie tauschen, da, damit du den Schaden verteilen kannst. Da, Fire Weapons ist links und rechts. Ja. Siehst du, wie zerlegt da? No! Wo ist hin? So, jetzt kommen wir zu dem, was ihr meisten brauchen werdet. Intelligent Target Tracking System. We'll try to predict where you need to fire. Okay. You're taking hits. Check your heart for shield and damage status. Da ist das. Mit C haben wir uns. Find einmal den Gegner. Ups. Das mit dem Ausweichen haut noch gar nicht hin bei mir. Was lernen wir draus? Nicht so noch zu viel fliegen. Also da wird es mir schon schwindelig. Triffst du überhaupt irgendwas? Ja, ja. Okay. Also du kannst mit deinem Mausradl, wenn du das druckst, kannst du so irgendwie so Missile-Locking machen.
Okay. Missile locking sensors are on the nose, so keep your target in front of you long enough to lock on. Shield under fire. Missile lock. Missile lock. Fire. Launch. Launch. To lock a missile prize, to fire, okay. Oops. Wo ist er? Wo ist er? Er versteckt sich, gell? Ja, ist mir schon klar, aber ich finde keinen Gegner, da ist er! Ah, so läuft das schon. Einfach zu leckt. So. Hold Control plus Alt, okay? Das ist schon ferner. Ups. Schifferl hinter mir. Machen wir mal rollen, oder? Oder wo denn? Irgendwas ja. Hat's. Aha. Ich tu noch gerade mein Paper fertig schreiben. Ich werde verfolgt. Countermeasures! Das ist das, was wir wollen, oder? To fire countermeasure, press Z! Okay, du kannst mit X das irgendwie noch recyceln. Ich hätte ihn schon längst abgeschossen, ich verstehe es gerade nicht. Was will er? Also X ist nicht C, gell? Z? Also, ich verstehe nicht, was wir wollen mit den Countermeasures. Mit Y wäre er Ketten, ich bin gleich mit Z. Okay. War wirklich Y, ja. Pressing Caps Lock.
It's a great way to dissuade your pursuer, but make sure you check your path ahead first. Shield. Give it a try. Sergeant. Just remember to disengage when you're done. He's got locked. Missiles incoming. Nein, ich verlor schon wieder die Trainingsarea. Weil wir ihn wissen, wo das ist. Ah, richtig, ja. Ja, stimmt, ich drücke immer Z, dabei muss ich Y drücken, ja. Stimmt, ja, ist deutsche und englische Tastaturbelegung. Das gleiche war vorher mit dem, was immer das war. Das gleiche wie bei der Golf Club, wo die amerikanische Tastaturbelegung ist. Left Control Alt, ja passt. Passt, ja. That hit took out your weapons. You'll have to hold out till they come back. Countermeasures are still online, use them. Ja. Last missile was heat seeking, so equip your flares. Helpful tip, don't boost after dropping one. Booster thrusters are much hotter than a flare. Flares have a short lifetime. Don't be too quick to fire them. Another pro tip, countermeasures are fired backwards, so never fire the missile head-on. Launch countermeasure and expect it to work. He's got lock. Missiles incoming. Flare drop. Shields recharging. Flare drop. He's got lock. Jack. Missiles incoming. Flare drop. Jack. Jack. Starboard shield under fire. Proximity alert. Jack. Jack drop. Shields recharging. He's got lock. Missiles incoming. Your guns back, but I'll need more time to get your missiles up. If the drone gets behind you, enter decoupled mode to disengage your main engines and allow you to spin your ship around while retaining your original vector. It's a great way to dissuade your pursuer, but make sure you've checked your path ahead first. Give it a try. Just remember to disengage when you're done. We're taking hits. Check your HUD for shield and damage status. Got lock. Missiles incoming. Jaff drop. Jaff low. Shield drop. Jaff drop. Contact. Jaff drive. Missiles incoming. Proximity alert. Port. Starboard shield under fire. Proximity alert. At. Proximity alert. He's got lock. Missiles incoming. Alert overhead. Proximity alert. Head. Proximity alert. Port. Shields. Got your missiles back. Take it out. Proximity alert. Starboard shield under fire. Mm-hmm.
Missiles incoming. Proximity. Starboard shield under fire. Shields recharging. So. Mit einer Pause. Missiles incoming. Proximity alert. Starboard shield under fire. Flare drop. Flare drop. He's got locked. Missiles incoming. Flare. Kann er irgendwie wegschießen, jetzt oder einfach? Scheinbar nicht. Ich merke nicht, ob bei X irgendwas passiert, das ist das Problem. Y. Macht ihm irgendwie null Damage. Okay, was wieder anzeigt, mit X passiert ja nichts, oder? Missiles incoming.
Missiles incoming. Shields recharging. Flare drop. You got your missiles back. Take it out. He's got lock. Missiles incoming. Proximity alert ahead. Starboard shield under fire. Flare drop. So, ich hab mich irgendwie erwischt jetzt da. Kann man den... Da ist der Chef. Achso, das ist nicht der Kollege. Haha, mein Fehler. Der Kollege ist hinter mir. Ups. M. Ich würde schon gern fliegen. Ah! Ups. M. Fliege jetzt eins bitte. Ja. Da ist er. Ich bin jetzt in Precision Mode, Chamber Landing. Okay, also keine N. Okay, da holen wir uns jetzt einen Landing Spot. Okay, ich will jetzt das passt schon. Sie können ja. Okay. Das M kannst du es automatisch machen. Ups. Okay, jetzt landet automatisch. Jawohl, pressing home. Was ist ein home?
So, wieder da. Dann will das die Home Press. Haben wir Home Tasten? Overview Pen. Was hast denn du für Tastatur? Hast nicht einmal einen Home-Button? Wer hat schon einen Home-Button? Mechanische Tastatur könnte alles belegen. Ja, aber steht. Aber das ist schon drin. Cool, also für das Spiel zahlt sich die Tastatur noch schon aus. Ja, ich hab eh so eine. Ja, weißt du, hast die Klumpert Logitech. Weapons Pain Power Pain F3 to reset the power. Shield Pain. So mit F1 kommst. Ah, cool, da oben siehst du das. Und mit 0. Left ist cool, ja, das ist drauf forward halt, okay. Free, bitch, free. Ja, das haben wir schon gelernt, schon. Jetzt müsstest du eh schon die Steuerung auswendig kennen. Ja, bin ich gerade super easy gestartet, hast du nicht gesehen? Boosting! Wow, Moment kurz. Overpower your ships. So left shift. Oh mein Gott, es gibt einen American Truck Simulator. Was ist denn das schon wieder? So wie der Euro Truck Simulator. Oh, super. Oh, das Spiel wird ja dann wieder Milliarden verkauft, oder? Ja. Ist ja von den gleichen Macher, glaube ich, so eine Kooperation oder irgendwie. Nicht schlecht. Okay. V. Schnell Twitch. Ja, okay. Uhuhu. War das eine scharfe Kurve? Ich denke fast, gell? Schaut's aus.
schon mal wieder. Ganz so leicht und wieder dorthin. Ups! So, im Fl- so jetzt mal gut. Ja, so ist zerlegt, das Flugzeug. Wenn alles rot ist, habe ich es dann hingemacht. Wo ist denn? Ein bisschen komische Missionen teilweise. Die checken nie, was die wollen. What the hell is wrong with you? Was hat er? So, wie war das Alt GR Back? Turn around. I won't say it again. So geht das nicht. Es gibt Lustiges, als da sinnlos in der Gegend herumzufliegen, habe ich das Gefühl. So, ich mache jetzt glaube ich Schluss und spiele das anders mal weiter.
Irgendwie ganz witzig, aber kompliziert. Exit Game, passt. Also, bis dann, ciao. Also beenden du das Programm auf die übliche Art und Weise, dann.